How to sell Hörspiele online kostenlos? Das ist die Frage, die ich mir in diesem Video stelle und zu der ich auch ein paar Antworten für euch habe. Wenn ihr diese Antworten hören wollt, einfach dranbleiben. Glück auf und willkommen zu einem neuen Video. Ich bin der Daniel von Mein Ohrenkino. In diesem Video möchte ich euch einmal meine Erfahrungen mitteilen, die ich mit Mein Ohrenkino gemacht habe, wie man am besten sein Hörspiel promotet und an den richtigen Mann bringt. Dazu habe ich einige Tipps für euch gesammelt. Bevor ich aber mit den Tipps anfange, möchte ich, dass ihr euch selber über zwei Dinge im Klaren seid. Und zwar Punkt Nummer 1. Warum mache ich das Ganze? Diese Frage ist relativ wichtig und zentral. Ihr solltet euch wirklich im Klaren sein, warum macht ihr Hörspiele? Der zweite Punkt ist, was ist unser Ziel? Was möchte ich erreichen? Auch diese Frage ist relativ wichtig, weil ihr werdet später, wenn ich euch meine Tipps erkläre, werdet ihr sehen, dass diese beiden Punkte wirklich sehr wichtig sind. Ihr solltet euch auf jeden Fall darüber Gedanken machen, und zwar bevor ihr mit dem Projekt überhaupt erst anfangt. Kommen wir dann zu Tipp Nummer 1. Tipp Nummer 1 ist, eine eigene Homepage erstellen. Das klingt jetzt zwar etwas banal, ist es aber nicht. Wenn ihr eine eigene Homepage habt, habt ihr so eine Art Basis, von wo ihr aus euer Projekt steuern könnt. Ihr habt auch die Möglichkeit, eurem Projekt eine Seele zu geben, dem ganzen Projekt Leben einzuhauchen. Ihr könnt zum Beispiel über die Cast berichten, das heißt, wer spricht, was machen die sonst so, warum sprechen die, wer ist das Team, wer schneidet, wer macht die Musik, wie ist es da überhaupt so gekommen und was sind die Hintergründe von eurem Projekt. Ihr könnt die Homepage aufbauen, wie ihr wollt. Ich habe zum Beispiel mich für ein Blogsystem entschieden, weil ich neben den Downloads von meinen Hörspielen auch regelmäßig Beiträge schreibe, zum Beispiel Rezensionen oder was es sonst so Neues in der Hörspielwelt gibt. Ich erzähle manchmal aber auch, wie es gerade in dem Projekt läuft, und das schreibe ich nieder. Das heißt, ihr habt eine zentrale Anlaufstelle, wo alles zusammenläuft, und ihr habt die Möglichkeit, von der Homepage aus später auf andere Plattformen das Ganze auch zu verteilen. Dazu kommen wir aber später. Tipp Nummer 2, Zielgruppe erreichen. Das wird auf jeden Fall eine zentrale Aufgabe für euch sein, wie ihr die richtige Zielgruppe oder eure Zielgruppe überhaupt erreicht. Ich bin damals losgegangen und habe mir verschiedenste Hörspielforen rausgesucht, bin da so ein bisschen aktiv, habe das Projekt vorgestellt, verteile da auch da meine Links. Und das Feedback war bisher immer ganz positiv. Wichtig ist auf jeden Fall, dass ihr wirklich Teil der Community seid. Ihr dürft nicht einfach hingehen, einen Account anlegen, einmal euren Link posten und dann nie wieder was schreiben. Das wird auf jeden Fall nicht funktionieren, weil in solchen Foren kommt sowas überhaupt nicht gut an. Das heißt, ihr müsst wirklich Teil der Community sein, aktiv sein, regelmäßig etwas schreiben, auch auf andere Beiträge antworten und zwischendurch immer wieder darauf hinweisen, dass ihr ein Hörspiel gemacht habt. Vielleicht macht ihr noch ein zweites Hörspiel oder ihr verteilt die Links von eurer Homepage, wo ihr so ein bisschen was über dieses Projekt einfach schreibt. Das halte ich für relativ sinnvoll. Der nächste Schritt wäre dann, dass ihr vielleicht Leute ansprecht, die selber einen Blog haben, auf denen sie Rezensionen veröffentlichen, und einfach mal anfragen, ob die nicht Lust hätten, eine Rezension über euer Hörspiel zu schreiben. Was ich immer ganz gut finde, wenn mich Leute anschreiben, wenn ich eine Rezension machen soll, wenn die einfach schon so ein bisschen was zu dem Projekt erzählen und natürlich dann entweder den Download mitschicken oder mir sagen, wo ich das genau runterladen kann, und nicht einfach nur so zwei Zeiler und sagen, hier, schreibt mal eine Rezension, sondern ihr wollt ja was von den Leuten, also seid auf jeden Fall höflich und versucht, so viel wie möglich im Vorfeld schon abzuklären, damit nicht so viele Fragen sind, weil nicht jeder, der Rezensionen schreibt, hat Lust, euch da irgendwie hinterher zu telefonieren. Deswegen schreibt die Leute aktiv an und fragt, ob sie nicht Lust hätten, einfach eine Rezension zu schreiben. Das Gleiche könnt ihr natürlich machen, wenn ihr zum Beispiel eine lokale Zeitung habt, auch einfach die Redaktion anschreiben, mit Informationen teasern und dann darum bitten, ob die nicht vielleicht online oder sogar in der Zeitung einen Artikel oder sowas veröffentlichen können. Das hat auf jeden Fall den Vorteil, dass ihr eine sehr große Reichweite habt, das heißt, ihr erreicht sehr viele Leute, hat aber auch den Nachteil, dass nicht jeder, der diesen Artikel liest, sich wirklich für Hörspiele interessiert. Da ist also der Streueffekt relativ groß, beziehungsweise da ist der Gießkanneneffekt relativ groß. Außerdem ist ein weiterer Nachteil, wenn ihr einen Artikel in der Zeitung habt, ihr bietet ein Online-Produkt an, das heißt, ihr habt einen Medienbruch. Das heißt, die Leute müssen von der Zeitung weg ins Internet und euch da und da das Hörspiel runterladen. Ist nicht immer so ganz einfach, aber es ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, um euer Projekt ein bisschen bekannter zu machen.
Wichtig ist in jedem Fall, seid aktiv in der Community. Von alleine kommt gar nichts. Niemand wird sich einfach auf eure Homepage verirren, wenn ihr nicht dafür ordentlich Werbung macht, wenn ihr nicht im Netz aktiv seid und wenn ihr die Leute auch nicht aktiv darauf aufmerksam macht, dass auf eurer Homepage etwas ganz Tolles auf sie wartet. Deswegen seid in jedem Fall aktiv. Tipp Nummer 3 wird euch sicherlich nicht besonders überraschen, und zwar ist mein dritter Tipp Social Media. Ihr denkt euch jetzt natürlich, ja selbstverständlich machen wir Social Media. Aber was die meisten falsch machen, wenn sie mit so einem Projekt starten, dass sie versuchen, auf allen Plattformen gleichzeitig vertreten zu sein, halte ich persönlich für falsch, weil ihr nicht alle Plattformen gleichzeitig bedienen könnt, weil jede Plattform im Prinzip individuell betrachtet werden muss und auch individuelle Erfordernisse hat. Deswegen ist mein Rat, fangt mit einer Plattform an, mit der ihr euch gut auskennt, lernt sie noch besser kennen, baut euch da eine Community auf und fangt an, diese Plattform richtig und ordentlich zu nutzen. Das kann natürlich eine ganze Weile dauern, das ist mir klar. Social Media ist nie schnelllebig, es ist immer, oder wenn ihr eine Social Media Strategie habt, es ist immer auch etwas langfristig, weil ihr müsst euch erstmal eine Community aufbauen, ihr müsst die richtigen Leute finden und das kostet eben auch Zeit. Deswegen mein Rat, fangt erstmal klein an mit einem Kanal. Und wenn der Kanal irgendwann gut läuft, mit Kanal meine ich zum Beispiel nur Twitter oder nur Facebook oder nur YouTube. Und wenn dieser Kanal gut läuft, wenn ihr merkt, ja, man muss nicht mehr ganz so viel machen und trotzdem bekommt ihr halt Reichweite und Resonanz, dann könnt ihr mit dem zweiten Kanal starten. Aber bitte nicht alles auf einmal. Es wird auf jeden Fall sehr, sehr schwer und funktioniert meistens nicht. Ein weiterer Vorteil von Social Media ist sicherlich die Interaktion mit euren Fans. Ihr könnt die Fans besser ins Geschehen einbeziehen. Ihr könnt sie am Prozess teilhaben lassen, wenn ihr zum Beispiel das Hörspiel erstellt. Deswegen ist auch meine Empfehlung, fangt mit Social Media auch an, bevor ihr mit der Produktion anfangt. Einfach damit die Leute von Anfang an dabei sind und sich quasi auch schon auf dieses Endprodukt freuen. Und auch habt ihr natürlich die Möglichkeit, dass nicht nur ihr, sondern auch eure Fans das ganze Ding auf der Plattform teilen könnt. Vielleicht sogar Plattform übergreifend. Das sollte auch auf jeden Fall einer eurer Ziele sein. Und auch hier unterschätzt bitte nicht den Arbeitsaufwand. Es mag zwar alles kostenlos sein, aber ihr müsst auf jeden Fall etwas Zeit investieren und vor allem, ihr braucht etwas Geduld. Social Media, gerade dann, wenn ihr keine Werbebudgets habt, genauso wie ich, also wenn ich Anzeigen schalte, dann mache ich das eigentlich nur, wenn ich ein neues Hörspiel habe und dann kann es auch maximal sein, oder kann es sein, dass ich vielleicht 10 Euro oder so mal investiere. Man ersteigert damit so ein bisschen die Reichweite, aber jetzt so richtig den Blumentopf gewinnt man damit nicht. Deswegen, wenn ihr organische Reichweite generiert, ihr müsst auf jeden Fall standhaft sein, ihr braucht ein bisschen Zeit, ihr müsst Geduld haben und ihr müsst in jedem Fall aktiv bleiben und regelmäßig schreiben. Tipp Nummer 4 wäre realistische Einschätzung. Das gilt für das gesamte Projekt, das gilt für den Erschaffungsprozess, das gilt auch später für eure Promotion, die ihr macht und für die Vermarktung und für die Verteilung. Ihr müsst das Ganze realistisch einschätzen. Geht bitte nicht davon aus, dass sofort im ersten Monat 3.000, 4.000 Leute euer Hörspiel herunterladen werden. Das wird so nicht funktionieren. Dafür ist der Markt mittlerweile schon viel zu groß. Es gibt unheimlich viele Hobbyproduzenten, die ihr Hörspiel halt irgendwie vermarkten. Und es ist einfach so, niemand wartet auf euch. Deswegen seid ein bisschen geduldig, schätzt die Lage richtig ein, schätzt vor allem die Arbeitsaufwände richtig ein und geht nicht immer davon aus, dass alles schon irgendwie klappen wird. So wird es einfach nicht laufen. Das Beste wäre auch, wenn ihr zum Beispiel sagt, ihr teilt euch das Projekt, also das heißt, ihr macht das Projekt mit mehreren Leuten, teilt auch da die Aufgaben auf, wer kümmert sich um was, wer macht welche Plattform, wer bestückt quasi die Homepage mit Beiträgen und so weiter. Und auch da müsst ihr das Ganze realistisch einschätzen. Könnt ihr mit den Leuten arbeiten? Kann man sich auf die verlassen oder eben nicht? Meine Erfahrung bei Projekten ist, wenn das eben nicht durchgeplant ist, irgendwann wird es so laufen, der eine sagt, ich dachte, du machst das, der andere sagt, nee, ich dachte, du machst das, der andere sagt, ach, ich habe momentan aber keine Lust daran und irgendwann liegt das Projekt brach und nichts passiert mehr. Weil es kann schon durchaus sein, dass so ein Projekt sich manchmal irgendwie mal auf ein ganzes Jahr zieht und ich sage euch, irgendwann werden die Leute einfach abspringen, weil sie keinen Bock mehr haben, wenn es nicht vorangeht. Deswegen ist eine realistische Einschätzung relativ wichtig. Damit möchte ich nicht sagen, ihr sollt von Anfang an davon ausgehen, dass ihr keinen Erfolg habt, auf gar keinen Fall. Ihr sollt halt einfach nur klein anfangen und dann
euch die Möglichkeit geben, zu wachsen und groß zu werden. Ihr solltet nicht versuchen, groß einzusteigen, weil dann ist die Chance, dass ihr kleiner werdet, relativ hoch. Mein letzter Tipp ist nicht wirklich ein Tipp, sondern eher eine Empfehlung. Und zwar, wie geht man am besten mit Kritik um? Wenn ihr euer erstes Hörspiel veröffentlicht habt und ihr seid vielleicht auch erfolgreich auf irgendeiner Social-Media-Plattform und ihr habt Reichweite, ihr habt eine Community, wird es irgendwann so kommen, wenn die Leute eine Kommentarfunktion sehen, dass sie auch kommentieren und euch eure Meinung dazu sagen. Die Meinungen sind nicht immer freundlich, manchmal ist die Kritik unangebracht, manchmal ist auch so ein bisschen Hate dabei und die Frage ist einfach, wie reagiert ihr darauf? Ihr müsst euch immer vor Augen halten, die Community beobachtet euch, das heißt, sie bekommt auch mit, wie ihr auf Kritik reagiert. Wenn ihr zum Beispiel grundsätzlich ablehnend seid, ist es auf jeden Fall negativ. Das heißt, die Leute denken sich, ach, die wollen halt nur, dass wir ihr Hörspiel hören, aber Kritik wollen sie nicht hören. Da ist halt kein Potenzial zur Verbesserung. Solltet ihr auf gar keinen Fall machen. Löschen, lasst euch gesagt sein, sollte die allerletzte Option sein. Es ist aber nicht auszuschließen. Wenn ihr Leute habt, die wirklich extrem haten, die einfach nur raushauen wollen, ist es manchmal angebracht, gerade dann, wenn es auch wirklich vulgär wird, einfach einen Kommentar zu löschen und diese Person oder den Fan einfach aus eurer Community zu verbannen. Es ist besser, als solche Leute drin zu lassen, weil manchmal ergibt das so eine ganz schlechte Synergie, dass plötzlich Leute darauf einsteigen und die Leute lenken von dem Hörspiel ab und es geht nachher nur noch um diesen Hate. Das will kein Mensch. Das heißt, bei extremen Fällen ist Löschen durchaus eine Option, sollte aber trotzdem die letzte Option sein. Generell würde ich immer auf Kritik antworten. Ich sage mal jetzt egal, ob sie gut oder schlecht ist. Was ihr nicht machen solltet, ist ausschließlich auf gute Kritik reagieren. Das kriegt die Community irgendwann auch spitz und hört einfach auf zu kommentieren oder lässt euch links liegen, einfach weil man das Gefühl hat, ihr meint es gar nicht richtig ernst. Deswegen kommentiert auch bitte negative Kritik, gerade wenn sie konstruktiv ist und Vorschläge enthält, was ihr hättet besser machen können. Geht einfach darauf ein, bedankt euch dafür und sagt immer, ja, wir versuchen, beim nächsten Mal wird es vielleicht besser. Ein kleines Beispiel, und zwar ging es darum, als ich die erste Folge von Motorum Kibus gemacht habe, da hat sich ein Fan bei mir per Mail gemeldet und hat also richtig vom Leder gelassen, was alles schlecht an dieser Produktion ist, und da ging eigentlich gar nichts. Im ersten Moment war ich natürlich ein bisschen sauer, weil das hat diesen ganzen Aufwand, den wir betrieben haben, schon deutlich runtergespielt. Aber was ich gemacht habe, ich habe ihm zurückgeschrieben und habe ihm gesagt, so sinngemäß, dass mich seine Kritik zwar schon getroffen hat, aber es hat mich trotzdem gefreut, weil er sich mit diesem Hörspiel auseinandergesetzt hat. Und ich habe ihm dann geschrieben, dass ich versuche, das nächste Hörspiel besser zu machen und dass ich ihn vielleicht damit überzeugen kann. Seine Reaktion darauf war wesentlich positiver, weil er ist auch davon ausgegangen, dass ich jetzt so einen Hate-Kommentar zurückschreibe, habe ich aber nicht gemacht. Und ich muss sagen, er ist mein Ohrenkino noch lange Zeit treu geblieben. Das war's auch schon wieder mit dem Video How to Sell Hörspiele online kostenlos. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich konnte euch so mit meiner Erfahrung ein bisschen weiterhelfen, euch auch zu motivieren, euer Hörspiel nicht nur zu produzieren, sondern auch zu veröffentlichen und der Community zur Verfügung zu stellen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich unheimlich darüber freuen, wenn ihr meinen Kanal natürlich abonniert. Drückt auf jeden Fall auch die Glocke, dann kriegt ihr immer eine Information, wenn ich ein neues Video hochlade oder ein neues Hörspiel oder auch ein neues Creepy Tale. Würde ich mich auf jeden Fall darüber freuen. Ihr könnt mir natürlich auch auf Facebook, Instagram oder Twitter folgen. Die Adressen findet ihr auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, hört Hörspiele, habt Spaß und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann!